Winkst du, wenn es losgeht? Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video zum Thema die radikale Freiheit des Seins. Die Kraft, die wir in uns tragen, um uns über Dinge hinaus zu entwickeln, ist sehr groß. Und die Parameter, die wir nutzen, um unser Bewusstsein zu stabilisieren, bestimmen sehr stark darüber, wie viel von unserer Bewusstseinskraft wirklich für uns verfügbar ist. Die radikale Freiheit des Seins ist ein Bewusstseinszustand oder eine Bewusstseinsqualität, die eine Verlinkung hat in der Entwicklung des Bewusstseins mit dem Erleuchtungs- oder Erwachenserleben, das der Buddha vor langer Zeit gemacht hat, als er durch seine Einkehr, durch seine Innenschau an diese Stelle gekommen war, wo er spürte oder wo er merkte, wo er entdeckte, dass das, was er wirklich tut durch sein Bewusstsein, das ist, dass er durch seinen Träumen seine Realität erzeugt und am Laufen hält. Und diese radikale Erkenntnis ist eine, ich muss sagen, sie hat eine sehr bewusstseinserweiternde Wirkung, wie ich jetzt auch gerade bei mir merke. genau, und ich möchte ein bisschen darüber sprechen, weil ich an dieser Stelle schon lange auch forsche, in meiner Tätigkeit als darstellender Künstler und Lehrer für Bewusstsein und Körperbewusstsein und Bewegungsgestaltung bin ich immer sehr interessiert an dem Thema Freiheit gewesen und woher die kommt oder wie die möglich ist, was die braucht, damit sie stattfinden kann. Und meine verschiedenen anderen Anlagen, also wie sagt man das, als Künstler in unserer Kultur zu leben beispielsweise, als schwuler Mann in unserer Kultur zu leben, das nicht zu machen, weil man denkt, das ist jetzt das Richtige, sondern weil man gar nicht anders kann. So von innen heraus motiviert zu werden, um solche Schranken oder Konventionen in Bewegung zu bringen, das ist so ein, ja, das ist auch ein Lebensthema von mir gewesen. Wie geht man damit um? Und in dieser Methode, mit der ich schon lange arbeite und die ich unterrichte hier als einer der beiden Repräsentanten in Deutschland, die sich Psychology of Vision nennt, habe ich einen sehr tollen Zugang gefunden, wie also mir selber und anderen Leuten auch zu helfen, in die Nähe oder in diesen Bereich hineinzukommen mit unserem Bewusstsein und auch sogar darüber hinaus zu gehen und das Ganze auf eine bodenständige und integrierte Art und Weise. Und darüber möchte ich jetzt ein bisschen hier noch sprechen. Das Spannende an innerer Freiheit
unter dem Ausmaß an innerer Freiheit, das wir erleben, ist unter anderem, was die Bedingungen für Freiheit sind und diese Möglichkeit zu erkennen, dass die Bedingungen für unser Freiheitserleben wirklich aus uns selber stammen. Das ist ein sehr faszinierender Prozess, der, auch wenn man es weiß oder viele Sachen weiß man ja, aber an den Stellen, wo man sicher ist, dass das oder das Wissen nicht zutrifft oder nicht relevant ist, ist es spannend, weiterzugehen, weiter zu forschen, auszuprobieren, um zu sehen, wie man es angestellt hat, dass die Bedingungen für die eigene Freiheit oder für das eigene Freiheitserleben der Gestalt angelegt sind in einem selber, dass sie nicht erfüllt werden können. Ja, und es gibt viele Stellen, an denen haben wir das Gefühl, dass unsere Umgebung, unser Leben, unsere Beziehungen, unser berufliches Verhältnis, die Bedingungen für die Freiheit unseres Erlebens nicht zur Verfügung stellt. Und der Entwicklungsprozess an diese Stelle von der radikalen Freiheit des Seins verläuft so, dass also diese Radikalität besteht nicht darin, wie bei einer Revolution oder so, dass man gegen etwas kämpft oder so sehr für etwas kämpft im Außen, sondern dass man radikal beginnt, in Besitz zu nehmen, in welchem Ausmaß das eigene Ermessen, die eigenen Ansprüche und Bedingungen praktisch das sind, in dem unsere Selbstbegrenzung lebt. Und diesen Zustand anzusteuern, macht es nötig, dass wir eine sehr dynamische Art der Transformation anwenden, die auf unsere, also eine Art von Selbsttransformation, die unsere Identitäten anschauen lässt. Und unsere Identitäten sind das, was in uns die stärksten Antriebskräfte sind. Und diesen größten Teils eben auch durch Stress oder durch Schmerz oder Unzufriedenheit oder so entstanden. Und wenn wir anfangen, sie ein bisschen zu enttarnen und ihre beharrende Seite so ein bisschen kennenzulernen, entsteht eine ganz neue Art von Selbsterkenntnis. Und diese Kraft des Erleuchtungsstadiums oder Paradigmas besteht eben darin, dass diese Identitäten überwunden werden. Es ist sozusagen eine Form von Selbstüberwindung, die aber, wie gesagt, nicht entkoppelt stattfindet, die nicht das Festhalten leugnet, was an diesen Stellen stattfindet, sondern es ist eine integrierte Art der im wahrsten Sinne des Wortes Auseinandersetzung oder Zersetzung von unseren Kernpersönlichkeitsmustern. Und es ist wie eine Art, es ist wie eine Art Neustart, den unser System dadurch durchlaufen kann. Und es ist zu sterben oder eigentlich zu sterben
oder kaputt zu gehen, hat in unserer Welt oft also eine negative Bedeutung. Und weil wir den Tod eben als was sehen, was das Ende allen Lebens kennzeichnet. Aber die, wie soll man sagen, die befreiende oder dynamische Kraft des Sterbens gibt die Öffnung für Wiedergeburt, für diese Qualität oder diese Energie von der Phönix, der aus der Asche wieder neu entsteht. Und so eine Wandlungsfähigkeit liegt in uns drin und ermöglicht, dass unser gesamtes System wie eine Art Reboot bekommt, jedes Mal, wenn wir absichtlich Tode sterben, die mit unseren Anhaftungen an Dinge zu tun haben, die zum Beispiel, von denen wir denken, die sind unabdingbar. Meistens läuft ja der Plan oder das Teaching unserer Lebensreise der Gestalt, dass wir meistens durch äußere Umstände zu gewisser Flexibilität aufgerufen sind oder trainiert werden dazu. Etwas läuft nicht so, wie wir wollen, etwas verschwindet aus unserem Leben, etwas ist plötzlich viel näher, als wir es wollten. Und dadurch müssen wir uns innerlich bewegen und müssen mehr loslassen, als wir es gewohnt sind, müssen mehr zulassen, als wir es gewohnt sind. Und diese Bewegung kann willentlich hervorgerufen werden, indem wir uns einfach öffnen und unsere Anhaftungen auf einer tiefen Ebene anschauen. Und diese Tode, die gestorben werden wollen, um eine neue Ebene von Freiheit zu erreichen, also da gibt es den direkten Zusammenhang, die können entdeckt werden und dann auch gestorben werden. Und das, was dann daraus entsteht, ist eben dieses Maß an Freiheit. Und weil wir da an dieser Stelle so tief losgelassen haben, so viel Anhaftung aufgegeben haben, so viel Recht haben aufgegeben haben und so weiter, ist das eine unglaublich befreiende Prozess, der uns mit einem tieferen und wahrhaften Erleben unseres Seins und unseres Selbst in Kontakt kommen lässt. Und es ist sozusagen, es ist wie ein Aufhören, ein radikales Aufhören des Alten. Und es öffnet unsere gesamte Sinneswahrnehmung, es öffnet unsere Erlebnisräume, es öffnet unseren Blick auf Beziehung, auf Beruf. Und es lässt uns auch auf einer ganz radikalen oder tiefen Ebene aus Anpassungsmustern und Aufopferungsmustern aussteigen, die wir sowohl im Zusammenhang mit unserem Beziehungsleben, aber auch mit unserer Berufswahl oder mit unserem Berufsleben getroffen haben, wodurch sehr viel mehr Leichtigkeit und Effizienz in die verschiedenen Abläufe reinkommt. Aber einer der größten Gründe ist, weshalb ich das so liebe, dieses Stadium, diesen Zugang und auch dieses Seminar, was ich jedes Jahr einmal anbiete und was jetzt kurz davor ist, in Berlin stattzufinden, ist, dass es sich so gut anfühlt. Ja, es ist immer wieder einen inneren Schritt zu machen, zu schauen, was Freiheit neu für einen bedeutet. Und ja, das ist dieser Weg, dieser Transformations- oder Entwicklungsweg, den ich seit langem gerne gehe und gerne auch Leute helfe, hinzugehen. Und es ist verrückt,
Also es braucht, wie soll man sagen, es braucht Pionierlust und Lust auf wirklich was Neues und auch Lust auf Selbstüberwindung. Manchmal ist es gut, wenn man die Nase so voll hat, dass man von einem alten Kram, dass man bereit ist, einen Sprung zu machen. Aber ja, es ist ein sehr schöner Prozess und ich freue mich darauf. Und ich frage jetzt einfach noch den Dominik hier, meinen Engel, ob ich was vergessen habe, über das ich noch sprechen sollte. Ja, ich dachte, ich hätte schon gesagt, der Zusammenhang zwischen dem, also wie soll man sagen, die Radikalität der Ehrlichkeit, die aufgeht, wenn wir uns weniger halten, den Raum weniger halten, unser altes Selbst weniger aufrechterhalten, der führt halt zu dieser, ja, das führt zu einer Wahrheitsfindung und das bringt uns unserer Bestimmung näher, unserer Berufung. Und es fügt diese, ja, es fügt ein bisschen, es hilft, dass die Dinge sich fügen. Das würde ich sagen. Du bist stumm geschaltet, deswegen. Ausdruck dessen, dass man mehr hört als redet. Ja, so, es ist immer wieder alles zusammenhängend. Beim Schöner Leben Institut. Ich habe diese innere Führung bekommen vor kurzem über das Aufhören zu schreiben und in der Alexander-Technik, die ich auch lange schon unterrichte, ist das Aufhören im Rahmen von Inhibition, also Unterbrechen, eine wichtige Technik. Und bei unserer wöchentliche Online-Meditation kam ein sehr starker Teaching zum Thema Aufhören. Und in dem Zusammenhang ist dieses Bild entstanden, was jetzt hier ganz frisch gerahmt bei uns gelandet ist. Und ja, es gibt einen Blog dazu auf der Webseite thorstenkonrad.com, wer Lust hat. Und apropos aufhören, ich höre jetzt auf. Danke und tschüss.